Aufgepasst, Leute, am Ende des Videos gibt es nochmal ein paar geile Clips mit der Platin-Tarnung, also bleibt auf jeden Fall dran. Yo! Frohe Weihnachten, liebe Leute, und willkommen zu diesem Video. Ich setze die Mütze jetzt erstmal so. Okay. Freunde, es ist soweit. Es wird Zeit für Road to Platin Sniper. Das große Finale, wo wir heute endlich nach langer, langer Jagd die Platin-Sniper freischalten werden. Und wir sind mittlerweile bei der Dragunov so weit fortgeschritten, dass wir wirklich nur noch ein paar Kills machen müssen. Wald haben wir durch, Digital ist durch, Drache ist fertig, Splitter ist auch schon fertig. Topografisch fehlen uns noch Weitschüsse, 24 Stück, das machen wir in dieser Folge natürlich. Dann bei Tiger sind nur noch 8 Lehnkills zu machen, die Montiert-Kills. Bei Reptil müssen wir noch 5 Kills ohne Aufsätze machen. Das habe ich jetzt gerade die letzten Tage noch gemacht. Und bei der Schädeltarnung sind es noch 6x3 Kills ohne zu sterben. Und dann bekommen wir hier unten den Komplettierer, haben alle Sniper und DMRs auf Gold. Und dann geht's weiter mit dem Damaskus Camo Grind. Da werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Haut schon mal gerne alles an Likes drauf, was ihr könnt. Helft mir, die 500k zu erreichen. Das wäre mega nice von euch. So als Weihnachtsgeschenk ein kleines Abo, wäre mega cool. Lasst uns mit dieser Folge beginnen. Road to Platin Sniper, das Finale. Let's go! Was machen wir jetzt eigentlich als erstes? Leute, ich freue mich so sehr, endlich diese verdammten Platin-Tarnung zu bekommen für die Sniper. Es war so ein langer Weg. Und wir machen jetzt erstmal die paar Kills hier noch ohne Aufsätze. Oh, da ist ein Feind. Was? Hit? Nein! Oh, hier links? Ja, ja, ja. Oh, nicer Quickscope. Hier oben ist einer. Oh, oh, hier ist einer. Oh, Schotty, nein. Nice, Mann. Ich werde jetzt alles daran setzen, dass es nicht so lange dauert. Wir haben die Viper-Natter schon. War's das? Oh, let's go. Ich glaube schon. Irgendwie reingequickscope wie ein Verrückter. Sehr nice. Wir haben die ersten schon geschafft, haben sogar noch einen Schlag. Oha, was passiert hier? Er spielt und können jetzt direkt auf die Entfernungskills gehen. Und was eigentlich noch? Ich hab's irgendwie... Was, wo, wie? Oh Gott, ich mach direkt weiter mit den Montiert-Kills. Läuft ja schon mal perfekt. Noch eine. Ich überlebe die auch noch, was? Jetzt kommt Kassier. Da hinten läuft einer durch. Den Schlinger habe ich noch gesehen. Da, direkt weggeknallt. Perfekt. Lol, wie hat er das eingenommen? Da unten liegt er. Oder sie. Sehr gut. Ey, wir sind so gut dabei. Oh, meine Ebene. Aua. Easy, Junge. Bam. Komm noch mehr. Montieren. Zeig mal her. Da haben wir sie. Perfekt. Nur noch 3 montierte Kills jetzt. Dann können wir direkt weitermachen mit den Entfernungskills und dann noch die 3 Kills, ohne zu sterben. So, da bin ich auch schon und versuche, die Entfernungskills zu machen. Oder oben? Nein, oh Gott, aim. Ja, haben wir. Das wird jetzt hier ein richtig schöner Sprint durch die Tarnung. Ich glaube, das machen wir echt nicht in allzu langer Zeit. Kurz und knackig. Das war leider kein Fernkampf. Dafür müsste ich hier ganz nach hinten gehen mal. Oh, am Graben. Ist das ein Fernkampf von hier? Ja, safe. Sehr nice. Und die sehen. Ich dachte mir so, es wäre ein nicer Spot. Okay, hat mich gehört. Sonst hätte er wahrscheinlich niemals dahin geguckt. Oh ja. Gib. Gib mir. Ah, kein Fernkampf. Aber hier hin. Da hinten im Graben. No way. Nein, hat er nicht gemacht. Wo ist die lang? Ich sterbe durch die Wand? Durch das Dach? Das ist wohl nicht so ein dichtes Dach wie bei Josef und Maria damals im Stall. Könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch noch an die Weihnachtsgeschichte erinnert. Euer, euer. Haben wir Fernkämpfer? Kriegen wir einfach nicht. Derjenige von euch, der die Weihnachtsgeschichte am präzisesten und kurz und knackig einfach in die Kommentare schreiben kann, der kriegt auf jeden Fall ein Herz. Ist das schon ein Gegner? Max 24 wieder völlig verwirrt. Wartet mal, ich bin 24 geworden. Das Video kommt am 24. raus. Und es geht 24 Minuten. Nee. Die Gegner sind alle frech unterwegs. Oh, ich mag die Waffe mittlerweile voll, aber ich brauche jetzt hier erstmal die Entfernungskills noch. Boah, der nächste Lehnkill. Der snipt mich jetzt nicht. Nein. Hab ich und der letzte, komm. Was? Wie viele Hits will ich noch machen? Blaue Tiger-Streifen sind freigeschaltet. Ich brauche die Range geht so sehr. Da ist wieder einer. Ein Gegner vor mir. Das reicht mir aber nicht. Die sind halt irgendwo am Schimmeln. Ich weiß nicht wo. Da oben? Zu zweit. Schnapp. Schnapp gemacht. Da oben, da oben. Nein, Waffe wechseln. Jetzt rennt er wieder rein. Jetzt bitte. Durch die Wand. Ich glaub's nicht. Ich habe so Glück gehabt. Nice, Mann. Come on. Hier, da schimmelt. Oh Gott. Ich brauche so viele davon. Der Kollege auch noch. Montiert Kills sind damit abgeschlossen. Jetzt sind es wirklich nur noch die Kills aus großer Distanz und zweimal die 3 Kills. Easy, Mann, dann haben wir die gleich auf Gold. Leute, ich hätte auch ganz gerne gerade meinen Merch angezogen. Aber da ist alles in der Wäsche, außer das, was hinter mir hängt. Und das soll halt schön im Video hängen. Deshalb markiert mich auf jeden Fall auch gerne auf euren Bildern, wenn ihr zu Weihnachten was bekommen habt. Einfach auf Instagram oder Twitter, @maxchillig oder einfach noch ein paar Kills machen. Alles gut. Und hier außen sind ganz viele. Da können wir eigentlich die Entfernungskills machen. Ah, da im Haus sind die. Lol, erstmal den ersten geholt. Da sind sie. Komm, da ein. Ich habe Ruhestätte freigeschaltet.
Nein, ja, Vitor, ich muss rein. Ganz schnell, bitte. Lass mich das überleben. Oh, ich hätte natürlich auch im Haus noch sterben können. Wir sind zwei vor Vitor. Da ist schon wieder einer. Hab ich. Oh mein Gott, die Range-Kills werden hier so gemacht. Hier vor mir. Er gibt mir Turn-On, weil ich Hitmarker mache. Okay, nicht Turn-On, aber es war so auf den Oberkörper. Verdammt. Oh. Ja, oh nein, schon wieder. Der holt mich jetzt aber nicht, oder? Er hat niemals damit gerechnet. Vollidiot. Oh, hier ist noch einer. Die sind einfach in meinem Haus jetzt drin. Hätte ich mal den Schlag eben rausgehauen. Ich hau den jetzt mal dahin. Ey, die Map macht halt mega Spaß, wenn man die richtige Position hat. Da hinten wieder. Ist das Fernkampf? Nee, das war ein bisschen zu nah. Da wieder. Oh, nice, ey. Das war Fernkämpfer. Perfekt. Oh mein Gott, chill wieder durchs Fenster. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt. Vielleicht auch maximal 10 Kills oder so auf Entfernung. Ich meine, die drei in Folge habe ich ja locker flockig gerade weggemacht. Da ganz hinten. Hit ist Kill. Jawohl. Endlich wieder. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie viele fehlen uns noch. Noch 12. Okay, nach 12 Distanzkills. Schädel ist durch und dann haben wir es. Gönn doch mal. Der liegt da so am Campen. Fernkämpfer ist da. Ey, ich glaube, ich habe die Map noch nie im Bodenkrieg gespielt. Oh, da ganz hinten Sniper. Erster Hit. Gönn doch mal. Jawohl. Nächster. Noch 10. Zählt das auch? Zählt nicht. Schade. Da hinten. Gib ihm. Oh, das ist so eine Verzögerung gerade. Ich glaube, das liegt echt nur an der Entfernung hier. Okay, direkt der nächste. Hier kommt der Luftschlag. Keine Ahnung, hauen wir einfach hier irgendwo hin. Da. Oh, da ist einer. Gib ihn mir. Der rennt. Nicht weg. Nein. Oh, es sind nicht mehr viele Kills, Leute. Hier sind so viele gerade. Gib mir. Jetzt hätte ich natürlich auch noch Lust auf die Streaks gerade. Da läuft wieder einer. Ey, Köpfchen her. Ich habe Vitol. Nice. Hauen wir mal direkt raus. Nein, Luftraum ist nicht frei. Noch 2 Kills für den Heli. Das ist jetzt eigentlich die Belohnung, die ich brauche. Oh, hinter mir. Ich habe ihn. Oh, wie viel Glück kann man haben bitte in seinem Leben? Okay, jetzt kann ich aber Vitol raushauen. Ich baller den mal auf E. Komm, einen Kill brauche ich. Einen einzigen. Im Prinzip muss nur der Vitol jetzt einen machen und ich habe den Heli. Das ist so geil gerade nochmal. Und jetzt können wir auf die letzten Entfernungskills gehen und dann haben wir die Platin-Sniper endlich freigeschaltet. Hier ist wieder keine Entfernung. Ist ja auch egal. Ich sehe die Gegner einfach nicht mehr. Und ich mache die ganze Zeit nur Vitol-Kills. So, was will ich jetzt? Ich will noch Entfernungskills lieber, anstatt den Heli rauszuhauen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele mir noch fehlen. Komm, ich brauche jetzt diese Entfernungskills. Da unten liegt einer. Haben wir? Wie viele noch? Ich gehe jetzt rein, die Runde ist vorbei, oder? Komm, einmal schnell hier raushauen alles. Das war vielleicht ein bisschen viel. Komm, gib mir mal noch ein paar Kills. Okay, die Runde ist zu Ende. In der nächsten Runde haben wir endlich die Platin-Sniper. Ich bin so froh. So, zeig mir, wie viele noch fehlen. 5 Stück, Leute. Oh, wo bekommt man hier am besten direkt Fernschüsse? Oh, da vielleicht? War das einer? Nee, war ein bisschen zu nah. Da hinten liegt einer. Perfekt. Nummer 1 von 5. Warm, Junge. Hier direkt Nummer 2 vielleicht. Nö. Da hinten, da hinten. Jawohl, Nummer 2. Die Spannung bei mir steigt. Oh, der Rückstoß. Nein, noch 2, noch 2. Komm, die mache ich jetzt ohne zu sterben. Da sind 2. Kommt der noch? Komm her. Zeig dich. Ah, der hat noch keinen Bock gerade. Komm, komm, komm. Da hinten, ganz hinten. Komm, ihr müsst euch nur noch einmal zeigen. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht, Leute. Hier hinten ist zu wenig. Es sei denn, ich gehe selber weiter weg. Niemals ist das ein Fernschuss. Es war einer. Es war einer. Das ist die Sandsturmtarnung. Gold freigeschaltet. Und jetzt Platin freigeschaltet. Oh, es kommt sogar voll oft rein. Oh mein Gott, es ist so ein schönes Gefühl. Oh, wir haben es endlich geschafft. Nach so langer Arbeit. Und ich fühle mich gerade so, als hätte ich Dark Matter in BO4 geschafft. Aber wir haben halt die Damaskus-Tarnung noch lange nicht. Das wird auch nochmal ein richtig harter Grind. Ich muss jetzt hier rauskritten. Ist alles egal. Ich will sie jetzt sehen. Komm, gehen wir gemeinsam hier rein. Schauen uns die als allererstes hier auch an. Wir haben hier die letzte Tarnung, die so hässlich aussieht, fertig. Komplettierer. Es poppt auf. Und guck mal, wie das scheint und funkelt. Aber hier sieht es wirklich auch noch nicht so schön aus. Ich muss es jetzt direkt auf die AX50 packen. Das sieht hier in der Vorschau echt ziemlich schlecht und matschig aus. Aber so wie sie jetzt da liegt, war nice, Alter. Ich freue mich so. Hier auf der HDR sieht man es, glaube ich, am besten, wie schön das funkeln und scheinen kann. Wir schauen uns das jetzt natürlich in-game auch noch an. Ich muss es mir als erstes auf der AX50 angucken. Oh ja. Und man sieht hier schon, oh, das blendet einen da richtig krass. Okay, die haben auf jeden Fall was daran gemacht, dass es schon ein bisschen mehr... Ach, ich habe Gegner, lol. Man sieht auf jeden Fall, es funkelt jetzt wesentlich mehr als vorher. Ich kassiere vom Bots. Oh ja, Mann, jetzt habe ich Bock, Alter. Auch wenn die Platin-Sniper nicht so geil aussehen wie die... Und wenn man halt auch so nachlädt, wie das dann hier im Licht scheint. Das sieht schon echt heftig aus.
beim Sprinten, ja, wie das funkelt, das ist nice, man. Da hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Schauen wir uns das jetzt auf der HDR nochmal an. Boah, hier sieht das richtig gut aus. Also das gefällt mir bisher am besten. Besser als die AX50 eigentlich schon. Oh, guck mal, wie schön das hier funkelt. Alter, mega nice. Ja, hier mag ich es, Mann. Die haben das ja auch jetzt die letzten Wochen nochmal überarbeitet, dass es auch in schlechterem Licht noch geil aussieht und so und ein bisschen mehr reflektiert und alles. Es fühlt sich einfach viel wertiger an. Vor allem jetzt auch, oh, die Carver, Mann, die eigentlich schon mit beste Sniper aktuell. Guck mal, wie schnell man mit der reinvisieren kann. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ey, die K ist halt so ein Monster, ne? Alter, wie geil. Und dann wechseln wir nochmal rüber zur MK2. Sieht eine Platin auch mega nice aus. Das Visier oben ist sogar Platin. Das ist geil. Bam, Junge. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal in eine Runde online rein, um das Ganze hier schön abzuschließen, das Finale. Junge, das war so ein Kampf. Ich habe so Bock, jetzt damit online zu zocken.